Es ist ja so viel los in der Welt. Und die einzigen, die das richtig erklären können, sind unsere Jungs aus Stapelmoor. Endlich sind sie wieder da. Uhr, Lindenhof. Hier wird die Welt erklärt. Von Theo. So geht's mir wieder. Alerich. Und Horst. Männer, die ein Blatt in die Hand, aber nicht vor den Mund nehmen. 18. Sagt mal, da sind ja Landtagswahlen am Sonntag. Männer, was sagt ihr denn eigentlich zu den Bayern? Wenn wir richtig sprechen, dann verstehen die uns nicht. Und wenn die richtig sprechen, dann verstehen wir die auch nicht. Nicht? Ich meine, auf ihre Sprache. Nicht? Bayern interessiert den Norddeutschen nicht so viel. Nee? Muss ja auch nicht. Gibt ja noch andere Themen. Horst hat heute ein verdammt schlimmes Blatt auf der Hand. Schlimmer ist nur noch die Bankenkrise. Wenn in einer Börse einer hier macht und da macht und da macht, dann hat er schon 8 Milliarden verzockt, oder was? Da, Bankenkrise, da sage ich nämlich gar nicht zu. Verbrecherbande. Wie bitte? Verbrecherbande. Ach so. Warum soll ich mich da unterhalten? Das sehe ich nicht ein. Aber da sind doch Milliarden verbrannt worden. Und da fragt man sich ja schon, wie das passieren konnte, oder nicht? Moment, muss ich geben oder wollen wir antworten? Also, mal anders gefragt. Wie können ein paar amerikanische Banken so viel Geld verzocken? Zum Glück hat einer unserer Männer Ahnung von der Materie. Wenn du Geld hast, du hast Geld, ne? Dann kannst du einen Aktienfonds kannst du anlegen. Was ist das? Ein Fonds ist das. Ich habe mit der Bank nichts zu tun. Ich gehe dahin, kriege mein Geld und hole mein Geld und mehr habe ich da nichts mit zu tun. Dann machst du einen Fonds, die letzten 50.000 Fonds. 30% so, 20% Risiko. Na, da sage ich nichts mehr zu. Und dann kannst du die 50%, die kannst du so verspielen. Bei DAX. Wir haben ja jeden Tag DAX. Und da soll ich mich unterhalten. Da sage ich nichts. Und dann gibt es Aufsichtsräte. Was heißt das denn, Aufsichtsrat? Die können nicht mal Bilanzen lesen. Sie haben keine Ahnung davon. Nicht mal Bilanzen können sie lesen, dann sollen sie da entscheiden. Da soll ich mich unterhalten. Da sage ich nichts zu. Und der DAX hat eine Höhe gehabt, vor 2 Jahren, bei 9.000. Dann hast du Geld verdient. Eine Frage, Ali. Gibt es ja auch Sprechstunden? Die Sprechstunde ist zu Ende. 18 Uhr, die Kirchenglocken. Der liebe Gott gibt noch einen aus. Prost, Männer. Bis zum nächsten Mal. Thank you.